Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur neuen Wochenbotschaft der Engel vom 30. September bis zum 6. Oktober schon. Wow, schon wieder ein neuer Monat und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und wie ihr seht, der erste Hoodie, ich habe unser, ja, das erste Teil an. Bei mir steht hier, ich habe jetzt das Mikro noch hier unten, bei mir steht natürlich noch www.rekimeetsart.com drauf von meiner Homepage. Das ist natürlich bei euch nicht dabei. Da gibt es nur diese Schrift, ne? Und diese Schrift bedeutet, lasse dein Licht strahlen, hat mich irgendwie angezogen, das so wie so eine Art Geheimschrift zu machen, dass nur du selber weißt, was das bedeutet. Und auf dem Rücken habe ich ja die Flügel gemalt und ja, so viele haben mich ja gebeten, auch einen Pulli oder T-Shirts zu machen, die auch gerade mit den Engelenergien natürlich arbeiten. Und es ist ja auch auf der Vorderseite und auf der Rückseite auch nochmal das Engelsymbol, was natürlich auch energetisch wirkt und auch für euch energetisiert ist. Und wie gesagt, ich habe den Pulli gestern bekommen und ich habe ihn nicht wieder ausgezogen seitdem. Und vielleicht kann ich euch die Flügel ja zeigen. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Ich schau mal, ob ich euch das zeigen kann, wenn ich jetzt mich umdrehe, ob ihr das dann sehen könnt. Ich glaube, ja, so könnt ihr es, glaube ich, sehen. Ne? Da sind die Flügel gemalt. Und das sind auch die Flügel von meinen Engelausbildungen, die ich da auch auf dem Zertifikat gemalt habe für euch. Und ja, ich habe das schon sehr lange als Idee gehabt und bis man das dann zurecht mal macht und kriegt, dann geht ein bisschen Zeit drauf. Und ja, mal schauen, wie euch der Pulli so gefällt. Ja, für die nächste Woche haben wir einen Portaltag in dem gesamten Zeitraum und der ist am 5.10. Und ich habe uns wieder zwei Seiten aufgebaut, auch diesmal wieder mit ein paar anderen Karten, die mich angezogen haben. Und ja, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den Karten für die nächste Woche. So, meine Lieben, ich habe uns wieder zwei Spuren aufgebaut. Und zwar auf der rechten Seite, wenn dich dieser grüne Kristall anzieht, dann ist die rechte Seite für dich. Und auf der linken Seite haben wir wieder diese Pyramide, Maya-Pyramide. Die habe ich euch ja schon erzählt, kommt dann im November bei der Energie der Engel dran. Und ja, ist eine ganz besondere Pyramidenform, weil ja natürlich die Spitze fehlt. Und hier oben haben die, also die alten Mayas haben ja die Pyramiden so aufgebaut und haben dann hier oben wirklich auch die Götter geehrt. Und so kann man halt mit diesem Orgonit auch hier oben Dinge aufladen und auch speziell Wünsche aufladen. Und somit gibt es im Energiekreis für den November auch so einen Energiebooster praktisch, wo ich auch Energiearbeit mit euch mache, mit einem Video und diese Maya-Pyramide diesmal dazu. Aber erstmal sind wir ja noch im Oktober, ne? Weil wer sich da noch anmelden möchte, bis zum 1.10. gibt es da noch den Rabatt. Ja? Wer dabei sein möchte, 10 Euro Rabatt. Und diesmal im Oktober geht es um die Lebensaufgabe. Lebe deine Lebensaufgabe. Und ist auch eine super schöne Meditation dabei, die ich jetzt auch schon sehr oft einzeln verkauft habe. Für die, die jetzt nicht bei der Energie der Engel dabei sind, ihr könnt die auch einzeln kaufen. Und sehr wirkungsvoll und schöne Meditation, die dich wirklich auch in deine Lebensaufgabe bringt. Auch von der Schwingung her, von den Energien, werden auch Energien übertragen. Und ja, schaut es euch auf der Homepage an. Da steht auch dabei, was noch alles dabei ist. Diesmal ja, wie gesagt, die zwei Videos, ne? Der Lichtblick der Engel und das Energiearbeit-Video zum ersten Mal, praktisch ein zweites Video. Ja, ihr Lieben, dann sage ich euch noch oder stelle euch noch die Karten vor. Wir haben diesmal dabei die Chakra-Karten der Engel für die Kollektivbotschaft zusammen mit den Karten von der lieben Heike Bender, Göttinnen Lichtbotschaften. Und auf den rechten Seiten haben wir die Liebe der Engel diesmal. Es geht anscheinend um Liebe und Beziehung. Also die Karten haben mich diesmal total angezogen. Dann haben wir die Karten von Linda Giese, das Tarot der neuen Zeit. Herzvertrauen von der Bettina Ola. Und diese beiden haben mich diesmal angezogen. Die sind neu dabei. Und zwar ist das die Heilapotheke von Uwe Albrecht.
vom Allegria Verlag, jeweils diese kleinen Kärtchen. Und dann haben wir noch dabei das, wo habe ich's? Ein Lenormand-Set ist das. Genau, und das ist das Gilded Reverie Lenormand von Chiero Marchetti. Das ist dabei. Vom Verlag her ist das der Königsfurt Urania Verlag GmbH. Zeig's euch mal. Jawohl, ist ein ganz normales Lenormand-Set, nur ein bisschen schöner, finde ich. Also wirklich ganz tolle Karten. Ja, ihr Lieben, dann machen wir nach dem Orakel wieder die Energieübertragung mit dem Chakra, was sich zeigt für diese Woche für uns alle. Also wer dranbleiben möchte, ihr könnt euch gerne, könnt ihr dann gerne nachher mitmachen, die Energieübertragung für die Woche. Und ja, dann bitte ich euch jetzt wirklich, entscheide dich für eine Seite. Wenn du möchtest, kannst du das Video auch noch mal anhalten. Und ich beginne mit der Chakra-Karte, um zu gucken, welches Chakra ist in der kommenden Woche wichtig für uns. Ja, und da zeigt sich das Sakralchakra. Hat die Farbe Orange und steht für deine schöpferische Kraft, also auch fließende Emotionen, Liebe, Sexualität, Emotionen und Beziehungen. Also im Sakralchakra geht es um alle Beziehungen. Ne? Ich hatte ja zu Anfang gesagt, ich habe gedacht, es geht irgendwie um das Thema Liebe. Also Liebe und Beziehungen anscheinend in der kommenden Woche. Bestätigt jetzt diese Karte auch nochmal. Und Erzengel Gabriel und Jophiel sind da immer an meiner Seite, wenn ich da arbeite. Und ja, schauen wir mal. Also es scheint wirklich um Beziehungen zu gehen in der kommenden Woche. Und da machen wir dann die Energieübertragung. Und jetzt schauen wir uns noch die Überschrift an von der Karte von der lieben Heike Bender. Und die Karte sagt uns für die kommende Woche: Bewege dich sanft. Wow, auch schöne Farben. Diesmal wieder von der Heike. Und ich lese euch vor, was die Heike dazu geschrieben hat. Und zwar schreibt sie dazu: Die stillen Momente, da wo du glaubst, es geschieht nichts, alles ist ruhig, keine Bewegung, nur Stillstand. Genau in diesen Momenten beginnen deine größten Veränderungen. Bewege dich in dein wundervolles, erfülltes Leben hinein. Ja, tanze, singe, lache, wenn du willst, ganz sanft. Aber bewege dich, geh weiter und du wirst den Wandel spüren. Ja, also die Karte deutet uns wirklich diesen Wandel an, der ja auch wirklich bei uns allen gerade stattfindet. Nicht zu übersehen, nicht zu überhören, nicht zu überfühlen. Muss man ganz klar so sagen. Und auch die Heike sagt halt hier mit der Karte auch wenn du denkst, es ist nur Stillstand, gerade keine Bewegung, es arbeitet dann in anderen Ebenen und bringt uns trotzdem weiter. Es ist trotzdem eine Veränderung, also ist niemals dieser Stillstand da und es geht darum, ja, sanft in diese neuen Stufen zu gehen, sanft in diese neuen Sachen durch diesen Wandel praktisch zu gehen. Und ja, finde ich sehr schön zusammen auch mit dem Sakralchakra. Passt das wirklich sehr gut zusammen, auch farblich hier, ne? Orange und hier hat es auch Orange viel drin. Passt sehr gut zusammen, schon mal so von der Grundschwingung her. Und dann fangen wir an mit der linken Seite. Und da fange ich auch gerade zuerst an mit meiner Karte Liebe der Engel. Ja, und siehst du, da geht es auch schon um eine Entscheidung. Es ist Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Höre dabei auf dein Herz und vertraue auf dein Bauchgefühl. Auch wenn dein Umfeld deine Entscheidung nicht akzeptiert, stehe dazu. Ja, also da ist wirklich eine Entscheidung dran. Ne, das kann jetzt im Liebesbereich sein, Beziehungen, aber auch Freundschaften, dass da was zu klären ist. Ne, du wirst, denke ich, wenn du die Seite gewählt hast, wissen, um was es da bei dir geht. Also es geht darum, wirklich eine Entscheidung jetzt zu treffen. Also die Zeit ist ja längst überfällig, würde ich mal so sagen, vom Gefühl her. Und von der Linda zeigen sich da die 6 Schwerter für dich. Und da geht es hier um das Herzchakra,
bei der Karte von der Linda, die, was jetzt auch aktiviert wird. Ne? Das sind auch Energiekarten von der Linda und da wird auch das Herzchakra jetzt für dich aktiviert. Und die 6 Schwerter, suche ich gerade mal raus, die sagen dir, das Schlimmste liegt hinter dir. Du spürst immer stärker, wie der Weg sanfter und ruhiger wird. Das gute Endergebnis lässt sich schon erahnen, auch wenn es vielleicht noch nicht ganz klar zu sehen ist. Die 6 der Schwerter kündigen dir an, dass deine Reise nun gefahrlos weitergeht und alte Wunden und beängstigende Erfahrungen nun Heilung finden dürfen. Eine wundervolle Zeit, um eine Urlaubsreise oder eine Kur zu machen. Wow, also vielleicht passt das bei dir, vielleicht willst du wegfahren, die Herbstferien stehen ja jetzt auch vor der Tür. Oder vielleicht planst du auch eine Kur, wie auch immer. Auf jeden Fall deutet sich jetzt für euch an, für die linke Seite, es wird jetzt ein bisschen sanfter, ein bisschen ruhiger. Ne? Passt auch wieder zu der Karte von der Heike. Ja, stellt euch drauf ein, es wird so ein bisschen ruhiger jetzt auch. Ne? Es ist ja jetzt auch der Herbst, der immer näher rückt. Das Wetter wird kühler und es wird abends wieder kuscheliger. Und ja, es geht einfach darum, jetzt so eine kleine Entschleunigung, die sich einstellt bei euch. Und es wird besser, falls ihr jetzt eine schwierige Zeit hattet, wird es jetzt besser. Schauen wir uns die Karte von der Bettina dazu an. Ja, und da zeigt sich die Fassade. Dieser wunderschöne V hier zeigt sich. Und da lese ich euch auch die Botschaft vor von Bettina. Und das ist die Nummer 28. Und die Karte sagt uns, manchmal lohnt sich ein Blick hinter die wunderschöne Fassade. Lass dich nicht blenden von oberflächlicher Schönheit. Wenn dir dann immer noch gefällt, was du siehst, go for it. Aber wenn der Schein mehr als sein ist, dreh dich um und geh. Gib dich nicht mit weniger zufrieden, als du verdienst. Du verdienst nur das Beste, jederzeit. Wenn du selbst deine Fassade aufrecht erhältst und dich nicht öffnest, wie kannst du dann erwarten, dass dich dein Gegenüber hinter seine Fassade blicken lässt? Darum bleibe authentisch, gehe deinen Weg mit offenen Augen und höre auf dein Herz, nicht auf dein Ego. Ne, ist vielleicht jetzt auch hilfreich in dem Zusammenhang mit der Entscheidung, die bei dir zu treffen ist. Schau da mal genau hin. Vielleicht bist du da auch unehrlich zu dir selber, hast eine Fassade oder aber jemand anderer hat eine Fassade, ja, dass da vielleicht die Dinge gar nicht so aussehen, wie sie wirklich sind. Also guck da wirklich auch immer genau hin. Ne? Viele von euch, merke ich auch immer aus den Beratungen, ihr denkt immer, das Gras ist bei den Nachbarn grüner, aber das ist es nicht. Ne? Jeder Mensch hat so sein Päckchen zu tragen und da ist auch niemand ausgeschlossen. Ne? Und gerade die Leute, wo ihr denkt, oh, dem geht es besonders gut, dem geht es vielleicht gerade besonders schlecht. Ne? Das sind wirklich immer nur so diese äußerlichen Fassaden und guckt da genau hin, guckt euch das wirklich genau an. Und darum geht es. Dann haben wir die Lennermann-Karte einfach nur noch mal so als Wegweiser, ne, was uns noch so die Woche begegnet. Und da zeigt sich der Brief, ja. Und das bedeutet, also es kommt eine Nachricht, die für euch wichtig sein könnte. Oder also jedenfalls etwas Schriftliches, ja, ist auf dem Weg zu euch sozusagen, was sich da so ankündigt, eine Nachricht. Und vielleicht wartest du auch auf einen Brief, auf eine Nachricht und scheint aber auch eine positive Nachricht zu sein. Also es geht um eine positive Nachricht, die in dieser Woche auf euch zukommen kann. Dann haben wir jetzt noch die Innerwise-Karte und da schauen wir mal, welche Nummer ich da für euch gezogen habe. Und das ist die Nummer 159. Und da ist auch so ein kleines Buch dabei. Das sind ganz tolle Karten. Da ist auch so ein Amulett dabei, was man sich aufladen kann mit so einer Kopierkarte, wo man dann auch die Energien praktisch in das Amulett machen kann. Und da wird auch gearbeitet mit Bachblüten, mit Globulis, mit verschiedenen Sachen. Und wir schauen jetzt mal, was die 159 uns anzeigt. Und da geht es um die Sternbilder.
Und da habe ich für euch das Sternbild Löwe gezogen. Der unangefochtene König der Steppen, ausgeprägte Autorität, Ehrgeiz, Entschlossenheit, offen für seinesgleichen. Der Löwe weiß, was er will. Ne? Also diese Löwenenergie passt zu deiner Entscheidung. Ne? Du sollst jetzt wirklich gucken, was du willst. Ja, was willst du wirklich? Und dann gehe auch wirklich diesen Weg weiter und lass dich da nicht, ja, verunsichern auch, ne? Wenn das Umfeld was anderes denkt, dann ist das eben so. Also lerne da auch wirklich dann zu dir zu stehen, wenn du die Entscheidung getroffen hast, aber halt eben komplett mit dem Herzen, ne? Darum geht es. Ja, wunderbar auf der linken Seite. Dann sind wir schon auf der rechten Seite angekommen. Fange ich auch mal an mit meiner Karte. Übrigens, die Kristalle verlinke ich euch auch unten im Text. Wer sich dafür interessiert, ihr fragt ja immer, was das alles so ist, was ich so an Deko habe. Ja, und bei euch zeigt sich auch die Entschleunigung. Lasst die Dinge sich in ihrem Tempo entwickeln. Sei geduldig und kämpfe nicht. Dieses Symbol hilft dir, alten Kummer und Sorgen zu lösen. Dein Wunschpartner wird sich in Kürze bei dir melden. Wenn du Single bist, entspanne dich und genieße die Zeit mit dir alleine. Du bist dem Richtigen bereits begegnet. Auch diese Entschleunigung zeigt sich an, auch durch den Herbstbeginn sicherlich. Ne? Da geht es jetzt wirklich so ein bisschen ruhiger wieder zu. Ne? Abends wird es dunkler, ein bisschen gemütlicher. Und ja, dieses Symbol heilt auch dein Herz. Ja, vielleicht hast du da gerade irgendeinen Kummer gehabt, was auch Beziehungen angeht oder Freundschaften, wo es nicht so läuft. Und das ist wirklich ein Symbol, was dein Herz heilt. Wenn du die Karten hast, kannst du dir natürlich auch immer gerne hier ein Wasser damit herstellen, ne, mit dem Energiefeld ganz klar oder die Karten auch auflegen. Wenn ihr energetisch arbeitet oder du, ist das natürlich super gut. Ansonsten, ja, entspanne dich einfach und genieße einfach ein bisschen die Zeit mit dir. Also fahr einfach einen Gang runter, ja. Das ist jetzt so dran in der kommenden Woche für euch. Die Karte von der Linda, ja, da zeigt sich das Wurzelchakra und da geht es um die Erdung, deine Sicherheit, dein Urvertrauen und der Bube der Münzen. Da lese ich euch auch noch die Botschaft vor. Und der Bube der Münzen sagt dir, ein lukratives Angebot, das du auf jeden Fall annehmen solltest, kündigt dir den Bube der Münzen an. Hier brauchst du nicht lange prüfen und abwägen, sondern solltest diese Chance unbedingt ergreifen. Vielleicht kannst du noch nicht absehen, wohin dich diese Chance bringen wird. Aber wisse, sie trägt dich in die finanzielle Sicherheit und Geborgenheit. Es ist möglich, dass dir in der kommenden Zeit Kinder begegnen, die deine ordnende Kraft der Sicherheit und Stabilität gebrauchen können. Du wünschst dir Nachwuchs, herzlichen Glückwunsch. Eine vernünftige und verlässliche kleine Seele hat sich energetisch schon bei dir angedockt. Ne, also das ist jetzt für Leute, die natürlich Kinder bekommen möchten oder jetzt einen Kinderwunsch haben. Das kann jetzt auch eine gute Woche sein. Aber es kann natürlich auch so gemeint sein, jetzt neue Projekte. Ne? Wenn du beruflich irgendwas vorhast, kann es sich jetzt wirklich ergeben, dass da jemand auf dich zukommt. Eventuell auch ein Mann, ne? Weil er sich hier als Bube der Münzen zeigt. Geht es um finanzielle Geschichten, also um ein tolles Angebot, was sich da bietet. Also guck dir das genau an, falls da in der Woche jetzt jemand auf dich zukommt, mit dir zusammen vielleicht was arbeiten möchte, was machen möchte, dann ist das wirklich auch ernst gemeint und eine gute Sache an sich. Ja, dann kommen wir auch schon zu der Karte von Bettina. Und da schauen wir mal, was sich da zeigt. So rum. Wow, da kommt das Wunder für euch. Schaut mal, wunderbar. Oh, so eine schöne Karte. Ja, passt super auch mit der Energie von dem Bube der Münzen zusammen. Glaub wieder an Wunder, lass dich auf Wunder ein. Und mir kommt da wirklich so dieses innere Kind, ne? Diese Freude von dem inneren Kind scheint jetzt auch wieder wichtig zu sein. Und
Die Bettina schreibt dazu: Das Universum hält jetzt Wunder für dich bereit. Das muss nicht immer ein großes, gewaltiges Wunder sein. Nein, manchmal kommt es ganz klein und leise zu dir, was es aber nicht weniger wunderbar macht. Vielleicht ist dein Wunder auch nicht gleich als solches erkennbar und braucht ein wenig Zeit, bis es sich enttarnt. Gehe mit offenen Augen durch das Leben und öffne dein Herz, damit dein Wunder auch zu dir kommen kann. Wisse, Wunder geschehen immer dann, wenn wir unseren Träumen mehr Energie schenken als unseren Ängsten. Na, also wirklich, lass das mal los, geh wieder mit kindlicher Neugier durch die Welt, ja. Und lass auch so, nimm dir Zeit für dein inneres Kind, dass es wieder mehr Zeit so zum Spielen hat. Ja, und dann wirst du auch merken, es geht dir besser. Es ist auch eine Zeit, wo es ganz stark darum geht, sich wieder mit dem inneren Kind mehr zu verbinden, was ja immer noch in uns ist, ja. Und erlaubt euch auch mal so kindliche Sachen. Ne? Wenn du am Spielplatz vorbeigehst, dann setz dich ruhig mal auf die Schaukel oder kauf dir ein Spielzeug, was auch immer dein inneres Kind erfreut. Das solltest du wirklich jetzt auch in der kommenden Woche, dafür solltest du dir Zeit nehmen. Ja, wenn es ein Schwimmbadbesuch ist oder was auch immer dein inneres Kind für Wünsche hatte, ja, wo es noch klein war. Schau einfach mal, ob du da was machen kannst. Und das fühlt sich für mich so richtig stimmig an. Ja, und dann haben wir die Karte als Lenormand-Karte auch für dich, den Reiter. Und das zeigt ja auch wieder an, ne? Es geht vorwärts. Der Reiter deutet ja auch eine Vorwärtsbewegung an, generell. Ne? Passt unheimlich gut auch zum Bube der Münzen. Also da geht es ja auch um das Betriebliche, was da angesprochen wurde. Und der Reiter, der sagt halt auch, es kommt eine Bewegung rein. Ne? Es kann manchmal auch für eine Botschaft stehen, aber ich sehe es jetzt mehr, es kommt Bewegung in die Dinge. Aber das sehe ich mehr so als beruflich, ne? Weil hier ist dir ja gesagt worden, was Beziehung und Liebe angeht, erstmal wieder einen Gang runterfahren. Und beruflich ist es das Gegenteil, da scheint es jetzt wirklich auch vorwärts zu gehen, wenn du beruflich gerade so eine Durststrecke hattest oder aber auch vielleicht arbeitslos bist, wie auch immer, dass da nichts gelaufen ist, du fühltest dich nicht wohl, da scheint es jetzt wirklich wieder vorwärts zu gehen. Und es geht auch in der Woche um deine Ausstrahlung, die besser sein kann. Also es kann wirklich sein, dass du gut bei anderen Menschen ankommst, dass die dich anders wahrnehmen. Also ihr auf der rechten Seite habt eine ganz tolle Ausstrahlung so in der kommenden Woche. Und ja, schau einfach mal, wie sich das in der Woche so zeigt für dich. Und dann haben wir die letzte Karte, Innerwise. Da haben wir für euch die 197 gezogen. Bin jetzt gespannt, ob das auch wieder ein Sternbild ist oder was anderes. Nee, das ist eine Pflanze. Und zwar ist das die Baldrianwurzel. Ich werde ruhig und kann Schlaf finden. Meine Konzentration schärft sich und meine Nervosität beruhigt sich. Ja, das ist wirklich so ein Zeichen. Ihr könnt euch auch beruhigen. Kann jetzt auch sein, wenn du jetzt Baldrianwurzel hast, vielleicht auch Baldrian-Tee. Also Baldrian wäre jetzt so eine Pflanze, die für dich gut wäre in der kommenden Woche. Und es geht halt generell um deine innere Beruhigung, ne? Passt wieder auch zu der Entschleunigung. Also ist wirklich eine Zeit, jetzt wirklich so einen Gang wieder runterzufahren. Ja, sehr schön. Sehr schöne Energien auch bisher. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen mit dem Sakralchakra. Also wir beginnen mit der Energieübertragung. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mitmachen, und dazu stellst du deine Füße nebeneinander auf den Boden und locker dich nochmal, locker deine Schultern und atme tief ein und aus. Und nimm dir jetzt bewusst diese kleine Auszeit für die nächsten Minuten. Und die Energien beginnen jetzt auch schon zu fließen. Und lass dich voll und ganz darauf ein.
fühle die Energie, die durch das Kronenchakra in dein gesamtes System einfließt. Und erlaube, dass sich jede einzelne Zelle jetzt mit diesem weißen, hellen Licht auffüllen darf. Wie so eine Energiedusche, die über dein Kronenchakra wirklich in den ganzen Körper reinströmt und dir frische, neue Energie, Harmonie, Ruhe, Mut, Dankbarkeit. All das schickt, was du dir wünschst, was du in der kommenden Woche auch brauchst. Und nach fangen all deine Zellen zu leuchten an in dieser hellen Energie. Und ganz besonders das Sakralchakra leuchtet in einem hellen Orange. Und wir bitten die Engel jetzt nochmal, dein Sakralchakra zu reinigen, zu klären und neu aufzufüllen. Ja, das kann man sehr stark fühlen, gerade so im ganzen Körper, alle Zellen arbeiten und am Sakralchakra direkt auch. Und wir lassen die Energien noch einen Moment fließen. Atme noch mal tief ein und aus. Und sehe vor deinem inneren Auge, wie deine ganze Aura erstrahlt und du aufgeladen bist mit dieser positiven, frischen Energie. Wow, sehr schön, sehr intensiv. Schreibt mir gerne wieder, wie ihr das auch wahrgenommen habt. Und wie gesagt, also wer möchte, ihr könnt ja immer wieder vorspulen zu der Energieübertragung. Wenn ihr in der Woche mal so einen Hänger habt, dann könnt ihr das gerne nochmal nutzen für euch. In der Woche. So, ihr Lieben, wir sind am Ende des Videos und ich freue mich auf euer Feedback, auch zu der Energieübertragung. Fand ich jetzt wieder schön entspannend. Hoffe, es geht euch natürlich auch so. Und freue mich über alle, die sich noch bei der Energie der Engel anmelden werden. Vom 10. bis zum 16. sind die Energieübertragungen. Also freue mich über jeden, der noch dazu kommt. Und wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche und schick euch Licht und Liebe und bis ganz bald. Tschüss!